Also so sieht das Ganze dann nach dem Dreh aus. Jetzt wirklich wieder alles in Ordnung gebracht und ich mag das einfach, wenn der Tisch dann wirklich richtig komplett aufgeräumt ist. Und ich habe jetzt hier wirklich so gut wie kaum noch etwas zu stehen, weil ich einfach auch jedes Mal neue Produkte wieder verwende. Ich habe jetzt quasi hier nur so die wichtigen Sachen, also meine Fräse benutze ich ja immer, daher bleibt die einfach auch hier stehen. Dann habe ich hier so ein paar Sachen, die ich einfach immer wieder benutze. Also das brauche ich auch wirklich jedes Mal eigentlich. Ja, Handcreme brauche ich auch immer unbedingt. Und ihr seht, hier sind so quasi die Werkzeuge, sage ich jetzt mal, drin. Dann habe ich hier unten einfach noch so ein bisschen Desinfektion. Hier ist noch so ein bisschen Cleaner. Handschuhe, Glasreiniger und ein bisschen noch was zum Abwischen einfach. Also wirklich nicht viel, wirklich nur das Nötigste und das andere habe ich einfach alles in einem anderen Schrank. Hier auf dem Tisch, seht ihr, hier habe ich ja noch so ein bisschen was an Pinseln und so weiter. Das hier sind jetzt auch komplett neue Pinsel, die möchte ich dann auch noch testen. Ja, hier habe ich einfach Polygel, was ich halt einfach auch wirklich immer wieder benutze, also wirklich ganz, ganz oft Kleber. Benutze ich auch wirklich fast jedes Mal Pinsel und Feilen, die ich einfach auch immer wieder benötige. Dann ein bisschen was zum Schreiben. Dann habe ich jetzt hier noch zwei LED-Lampen. Einmal quasi in groß und einmal meine kleine Mini-Lampe. Hier auch nur das Nötigste. Hier habe ich einfach auch noch so ein paar Zeletten, einfach um die schnell zu greifen. Jeder kennt das, denke ich, wenn man einfach wirklich ganz, ganz schnell was benötigt. Und ja, hier ist es quasi so Notfall, um das ganz, ganz schnell rauszunehmen. Hier noch so ein paar Gele, auch noch so ein paar Farben und so, Schablonen. Dann habe ich hier auch Sachen, die ich wirklich ganz, ganz häufig benutze, wie Topcoat, Basecoat, Primer, Dehydrator und so weiter. Das ist wirklich jetzt alles komplett hier in der Ecke. Hier ist noch so ein bisschen Liquid. Also das benutze ich auch sehr, sehr häufig. Daher hat das jetzt hier auch noch einen Platz gefunden. Aber ansonsten ist es wirklich relativ leer, aber eben auch übersichtlich, finde ich einfach. Hier geht es weiter. Hier habe ich einfach auch nochmal ein Buch zum Schreiben. Ein paar Taschentücher braucht man auch immer wieder mal. Dann habe ich hier so ein paar Unterlagen, quasi einfach um die drunter zu legen oder vielleicht für irgendein Foto oder so. Auch so ein bisschen was mit Glitzer ist hier auch mit dabei. Einfach so ein paar verschiedene, sind auch wirklich ganz, ganz klein, also ist jetzt nicht hier eine riesen Unterlage oder so, ist wirklich, ja, einfach bloß so gedacht, wirklich für ein paar Fotos und so. Dann hier auch nochmal Zeletten und mehr ist hier dann auch wirklich überhaupt gar nicht drin, also wie gesagt, auch auf dem Tisch überhaupt nicht viel, weil ich einfach jedes Mal wieder neue Sachen benötige. Und daher hole ich die dann quasi einfach mit einem kleinen Körbchen aus dem Schrank und dann breite ich das hier alles wieder aus. Ich brauche einfach auch unbedingt den Platz, denn jedes Mal hat man hier wirklich Unmengen an Sachen zu stehen. Und so kann ich einfach gleich mich komplett ausbreiten für ein Video und losdrehen. Daher mag ich das einfach so ein bisschen cleaner und dass hier einfach wirklich kaum was steht, damit ich einfach dann wirklich gleich direkt loslegen kann. Ich muss auch dazu sagen, das Ganze ist jetzt hier auch noch nicht fertig. Hier sieht es ja eigentlich bloß so ein Tisch zu stehen, der jetzt zum Glück gut aufgeräumt ist. Da hinten noch so ein paar Pflänzchen. Ich werde aber, denke ich, noch einen neuen Tisch besorgen, weil der hier ist mir einfach viel zu klein. Auch zum Videos drehen ist das manchmal ein bisschen ungeeignet. Ja, du siehst, da hinten habe ich auch noch den Koffer zu stehen. Ich denke mal, da werde ich auch noch so einiges reinstapeln, was ich wirklich selten benutze. Dann habe ich hier noch einen Stuhl zu stehen. Ich weiß nicht, ob ich die beiden noch irgendwie tausche. Ich habe den jetzt einfach mal hier abgeparkt, weil er mich sonst überall stört und da so stört er gerade nicht. Und ich habe im Übrigen auch noch einen neuen Schrank. Hier steht gerade noch Osterdeko.
Den werde ich auch noch ordnen. Ihr werdet das dann alles noch sehen. Ich werde dann mal eine komplette Roomtour drehen und alles mal zeigen, was ich auch so habe, benutze und wie ich alles so geordnet habe. Denn ich habe so ein paar Organisationssachen mir zugelegt und das dann wirklich alles ganz toll auch eingeordnet. Und ihr werdet dann auch mal den kompletten Raum hier sehen. Dann geht es hier ja weiter. Den Schrank hier benutze ich auch quasi sehr oft als Hintergrund. Hier auch noch aktuell die Osterdeko. Hier habe ich auch noch so einiges eingeordnet. Will aber noch ein bisschen so umsortieren. Wie gesagt, das zeige ich dann alles an der Roomtour einfach mal. Schreib mir doch auch gerne mal, welchen Tisch du so hast. Hast du einen richtigen, ich sag jetzt mal Nageltisch, oder hast du einen einfachen Tisch? Das hier ist jetzt wirklich noch ein richtiger Nageltisch, auch aus dem Nagelstudio. Den hatte ich auch damals im Studio gehabt. Aber wie gesagt, irgendwie ist er mir jetzt viel zu klein geworden. Fürs Studio war er damals ganz okay. Aber ich denke, ich werde mir hier noch einen anderen besorgen. Jetzt würde ich sagen, schließe ich mal hiermit das Video ab und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.